Riesling Barista. Okay, ganz ruhig, Blaskovic. Du bist nur einer dieser Regimeleute, der mitten in der Nacht einen Kaffee holt. Zum Abteil. Augenkontakt vermeiden. Dieser Ausgang ist gesperrt. Ach so. Sagt er doch. Damti da. Aber na klar. Oder ich nehme... Er ist harmlos. Stellen Sie den Kaffee auf dem Tisch ab. Alter, ich wollte ihn selber trinken, du Hässliche. Augenblick mal. Lassen Sie sich mal ansehen. Ja. Sehr schöne und vollkommene Züge. Findest du nicht auch, Ruby? Ja, mir gefallen seine Augen. Bitte, setzen Sie sich. Entschuldigen Sie mein Benehmen. Ich bin Oberstleutnant Engel. Und das ist mein liebreizender Begleiter. Das bist du doch. Was soll das, mein Herzblatt? Ich möchte Sie einem Test unterziehen. Mit diesem Test lässt sich feststellen, ob Ihr Geist womöglich verunreinigt ist. Ich bin mir sicher, dass Sie diesen Test mit Leichtigkeit bestehen werden. Und wenn... Dann werde ich Sie erschießen. Haben Sie verstanden? Ja, ja. Das ist nur ein Test! Alter, kann meine Waffe nicht auswählen. Hast du ein Glück? Hast du ein Glück, du alte Schachtel? Wenn Sie nach der Waffe greifen sollten, sind Sie tot. Noch bevor Sie Ihre Entscheidung bereuen können. Gut! Lasst uns anfangen! Wählen Sie das Foto, das Sie erregt, wenn Sie wissen, was Sie tun. Das Foto wird mich erregt. Das hier. Und jetzt wählen Sie das Foto, das in Ihnen Glücksgefühle auslöst. Ha, Glücksgefühle! Der böse Schmetterling! Interessant. Meinen Sie, dass dieser Mann unsauber ist, Bernhard? Ich weiß nicht, was Leutnant. Ja, das werden wir bald wissen, nicht wahr? Mein Alter, er sieht auch aus, als wenn er eine Speckscheibe eingerieben wurde. Das sie am meisten mit Abscheu erfüllt. Natürlich die Spinne. Ich hätte sagen sollen, dass es ihre letzte Wahl ist. Also wählen Sie weise. Mit Abscheu, natürlich die Spinne. Ich sage Ihnen, wären Sie nicht sauber gewesen, hätten Sie zur Waffe gegriffen. Sie müssen diese Dame schon entschuldigen. Sie liebt es, diese Bilderrätsel mit wildfremden Männern zu spielen. Diese Bilder! Urlaubsfotos, alte Kriegsaufnahmen. Gar nichts. Davon abgesehen kann ich einen verdorbenen Geist mit bloßen Augen erkennen. Oh Gott, notgeile alte Schachtel, Alter. Ich nehme mal an, in seinem Abteil wartet eine hübsche Dame auf. Macht sie auch. Auf jeden Fall besser als deine olle Alte hier. Thank you.
Ja, viel Spaß noch mit deiner komischen alten. Nabend, Nabend. So, wo ist mein Abteil? Wo ist mein Abteil? Wo ist mein Abteil? Wo? Nee, oh nee, das ist bestimmt nicht mein Abteil. Ah, da unten ist mein Abteil. Hier rein. Ja, komm, lass uns jetzt mal Kaffee trinken, Puppe. Oh, wie lustig sich der Kaffee dreht. Dui, genau, ich lese mir jetzt, während ich die Tablette in der Hand habe, lese ich mir das hier noch in Ruhe durch. Hier, komm, nimm Kaffee. Hier, trink. Trink. William. Ist der für mich? Nein, ich hatte Durst auf zwei. Es gibt hier nur ein Bett. So ein Pech aber auch. Würden Sie es mit mir teilen? Gerne, gerne. Oh yeah. Manchmal Weihnachten. Manchmal ein Geburtstag. Das hat sie doch mit Absicht gemacht. Extra so ein Abteil Manchmal ausgesucht, Zerstörung, wo es eben Bett ist. Leid und Tod. Und manchmal braucht man einfach etwas Gutes. Oh, man könnte sagen, der Zug fährt ein. Ich weiß, wo wir hin müssen. Wie wir ins Gefängnis Eisenwald reinkommen. Da ist ein Hotel nahe bei der Zentrale der Geheimpolizei.